Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute programmieren wir eine Jukebox mit Hilfe von Wenn-Dann-Bedingungen. Was das ist und wie das funktioniert, seht ihr jetzt im Video. Mit der Jukebox sollen mehrere Lieder über die Tasten des Calliope ausgewählt und wiedergegeben werden können. Dafür benötigen wir die Blöcke aus den Kategorien Grundlagen, Eingabe, Variablen, Musik und Logik. Bisher hatten wir unseren Calliope immer so programmiert, dass er etwas Bestimmtes machen soll, wenn zum Beispiel eine Taste gedrückt wird. Zum Beispiel, wenn Knopf A gedrückt wird, soll die Melodie abgespielt werden. Der Calliope hat zwei Tasten, das heißt, nach dieser Methode kann der Calliope entweder etwas machen, wenn keine Taste gedrückt wird, wie hier zum Beispiel, wenn ich nichts drücke, blinkt der Smiley. Wenn ich Knopf A drücke, wird die Melodie abgespielt, wenn Knopf B gedrückt wird, wird die Melodie abgespielt. Oder ich drücke A und B gleichzeitig, dann kommt eben diese Melodie. Jetzt habe ich aber nur drei Lieder, die ich abspielen könnte. In einer Jukebox möchte ich aber viel mehr Lieder speichern und auch abspielen können. Damit der Calliope unterscheiden kann, wann er welches Lied abspielen soll, braucht er eine Wenn-Dann-Bedingung. Diese finden wir im Bereich Logik. Die Wenn-Dann-Bedingung liest man wie folgt. Wenn das Element, das ich hier reinpacke, erfüllt bzw. wahr ist, dann mache, was hier unten drunter steht. Um das etwas klarer zu machen, erweitere ich einfach meine Wenn-Dann-Bedingung mit einer einfachen logischen Abfrage. Diese ist natürlich auch wieder unter Logik zu finden. Ich nehme zum Beispiel diese hier. Wenn ich jetzt meine Wenn-Dann-Bedingung lese, steht dort, wenn 0 gleich 0 ist, spiele mein Lied. Damit das jetzt noch richtig Sinn ergibt, denn 0 ist ja immer gleich 0, erstelle ich noch einen Platzhalter Titelnummer. Den kann ich hier auch reinziehen. Jetzt kann ich sagen, wenn Titelnummer gleich 1 ist, spiele dieses Lied. Um noch mehr Lieder zu haben, erweitere ich jetzt einfach meine Wenn-Dann-Bedingung. Das geht, indem ich hier auf das kleine blaue Zahnrad klicke und die Blöcke von links nach rechts schiebe. So, jetzt noch überall eine unterschiedliche Bedingung und ein unterschiedliches Lied einfügen und die Wenn-Dann-Bedingung ist soweit erstmal fertig. Die Titelnummer will ich mit meinen Tasten A und B wählen können. Dafür ziehe ich in meinen Block, wenn Knopf A gedrückt, das Element Ändere Platzhalter. Passend wäre, wenn Knopf A gedrückt ist, dann ändere meine Titelnummer um minus 1. Wenn Knopf B gedrückt wird, dann ändere die Titelnummer um plus 1. So kann ich zwischen den Titeln hin und her schalten. Hier ist ganz schlau, sich auch gleich noch die Titelnummer auf dem Calliope anzeigen zu lassen, indem ich mir zeige Zahl nehme und meine Titelnummer dort hineinschiebe. Soweit so gut. Um die Lieder jetzt noch gescheit abspielen zu lassen, verschieben wir unsere Wenn-Dann-Bedingungen noch unter dem Block Wenn Knopf A und B gedrückt. In der Dauerschleife wird die Wenn-Dann-Bedingung so schnell durchlaufen. Da wird nur einmal kurz gecheckt, ob die Bedingung erfüllt ist. Wenn ja, beginnt der Calliope die Melodie zu spielen. Aber geht die Schleife gleich wieder von vorne durch, fragt die Bedingung ab und beginnt wieder nur den ersten Ton abzuspielen. Anders ist das, wenn wir den kompletten Wenn-Dann-Block unter den Knopf A und B gedrückt schieben. Dann wird die Wenn-Dann-Bedingung nur einmal geprüft, nachdem die beiden Knöpfe A und B gedrückt wurden. Um unser Programm nochmal etwas schlauer zu machen, kann ich wieder mit der Wenn-Dann-Bedingung prüfen, wie hoch die Titelnummer ist. Denn wenn ich nur 7 Titel habe, bringt es mir nichts, wenn ich meine Titelnummer bis 20 erhöhen kann. Dazu baue ich hier in meinen Block Wenn Knopf B gedrückt noch die Wenn-Dann-Ansonsten-Bedingungen ein. Den Block Zeige Zahl schiebe ich erstmal nach ganz unten.
den Block Ändere Titelnummer um 1 schiebe ich hinein. Ich möchte die Titelnummer nur erhöhen, wenn meine Titelnummer kleiner als 7 ist. Dafür nehme ich diesen Block und ergänze noch die Titelnummer. Meine Bedingung sieht jetzt so aus. Wenn die Titelnummer kleiner als 7 ist, ändere die Titelnummer um 1. Ansonsten setze die Titelnummer auf 0. Das heißt, sobald die Titelnummer höher als 7 ist, wird sie automatisch auf 0 zurückgesetzt. Das gleiche machen wir jetzt noch für den Knopf A, damit die Titelnummer nicht kleiner als 0 werden kann. Also wenn Titelnummer größer als 0, dann minus 1. Ansonsten setze Titelnummer wieder auf 7. Ihr könnt mit der Wenn-Dann-Bedingung weiterüben, indem ihr zum Beispiel eine zufällig blinkende Disco-Kugel oder ein Zufalls-Schere-Stein-Papier-Programm programmiert. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim selber Programmieren und viel Erfolg!